Manchmal bin ich so ein bisschen in Rage, weil ich, oh. Man muss es doch spüren als Eltern, wenn man so ein richtiges, widerliches Kind hat. Wisst ihr, wo man als Elternteil eigentlich denkt, shit, wir hätten es runterspülen sollen, als es noch gepasst hat. Hey Killers, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuen Overwatch-Video des Jahrtausends. Was laber ich denn da? Wir haben heute Tutschbeck, der hat 14-12 Stats. Es steht gerade 10-6. Ich habe auf langsam gestellt, dass ich die Anmoderation machen kann. Ich mache wieder auf normal. Ach du, und da kommt schon direkt jemand. Da kommen 4 Leute angepirscht. Er hat es aber gehört. Also man hat sie gehört, da drin steppen. Ja, man hört es immer noch. Oh, okay, der Mate ballert schon rein. Pass mal auf. Ich will die Cheater-Action sehen. Ich lass mal auf der Hälfte. Status. Oh, Achtung. Oh, was hat er denn da gemacht? Ich will nicht sagen, aber das geht schon nach Wallhack aus, oder? Ich meine, gut, okay, man kann durch die... Ha! Man kann durch die Schritte auf jeden Fall abschätzen, dass da wohl gleich jemand rauskommt. Der erste war sehr verdächtig, der zweite jetzt nicht, weil er hat sie gehört, der Mate schießt drauf, also schießt er auch in den Rauch, logisch. Aber er schießt doch ziemlich treffsicher. Also mir scheint das doch etwas nach Wallhack auszusehen. Mal gucken, was er mit dem letzten macht. Er steht auch so da, guck mal. Dass er die auf jeden Fall sieht. Wenn ich hier an der Ecke stehe, dann gucke ich nach hier ungefähr. Also nach oder weiter nach links. Aber ich will trotzdem noch so ein bisschen erstmal abwarten. Ich will mich nicht die erste Runde festlegen. Wobei das schon wirklich hart nach Wallhack ausgesehen hat. Er geht jetzt rein, weil der Mate hat den unten ja gekillt. Und er scheint es zu spüren, dass er von hier kommt. Er hat noch ein HP. Oh, noch ein HP. Leck mich am Ärmel. An der Stelle dürfte er eigentlich nicht wissen, woher er kommt. Ich würde jetzt eigentlich nach hinten gehen und ins Fenster gucken und abwarten. Und dann hat er noch hingeruckelt. Dieser Ruckelei, das sah doch aber sehr verdächtig aus. Leute, bitte, ich weiß. Lasst mich an der Stelle sagen. Ich weiß, es gibt sehr viele, die mir immer recht geben. Das sind die guten. Aber es gibt auch einige. Im letzten Overwatch, da müsst ihr mal reinschauen. Guckt euch mal das letzte an, das ist am Schluss verlinkt. Da hat jemand, ein einziger hat geschrieben, dass ich vollkommen falsch liegen würde. Und es kann doch gar nicht sein, und ich wäre blind und behindert oder sowas. So ungefähr. Er war nicht so gemein, aber er hat schon ungefähr so gemeint. So inkognito, weißt du? Achtung, was macht er? Alles klar, du Hund, Mann. Geil, wir haben schon mal den Wallhack angeschaltet, praktisch. Ich habe mir das jetzt extrem gewünscht für dieses Video, denn ich bin ultra müde, ja? The show must go on, ich weiß, deswegen nehme ich auch was auf, aber... Und ich brauche es auch für heute schon. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass wirklich was passiert, was Spannendes, was Lustiges. Und ich habe hier einfach mal einen geilen Cheater am Start, sehr schön. Hat er jetzt auch der EM erzischt? Gucken wir mal. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe immer recht. Nee, Quatsch. Ihr könnt ruhig einfach so mitschreiben. Ihr müsst euch nicht mir anschließen. Ihr schreibt ruhig genau eure Meinung. Ihr könnt auch ausfallen werden, ihr müsst nicht. Aber ihr könnt auch sagen, verfickt geil, Mann, du hast recht. Oh mein Gott. Ach Gott, was macht dann jetzt der Kiwi? Kriegt jetzt erstmal schön die Fresse poliert. Achtung. Also das war jetzt aber mal ganz billig versteckt oder so. Ich sehe zwar beide, aber ich gucke jetzt nicht zum Kiwi, obwohl er der erste wäre, den ich sehe. Aber naja. Guck mal, wer jetzt mit Absicht dann... Achtung jetzt. Ist der bescheuert, Mann. So ein blödes Arschloch. Ja, hab jetzt machen. Fertig, Mann, Alter. Er ist auch noch schlecht dazu. Also vorhin diese zweimal gehakelt, wo das Fadenkreuz so gehakelt ist, da gebe ich ihm auf jeden Fall noch einen Aim-Assist. Ist mir sowas von wurscht, ey. Was macht er mit dem Dart, Mensch? Ja. Also ich denke, wir sind uns auf jeden Fall alle einig, was den Wallhack angeht. Das war jetzt zu 100% klar. Mal schauen, ob er jetzt mit der AWP seinen Wallhack ausnutzt. Es wäre so edel, wenn er ihn jetzt fickt, ne? Ich raste total aus, wenn er ihn jetzt fickt. Komm. Wie er es verstecken will, dieses blöde Schwein. Und er ist zu scheiße, um das zu machen. Er ist einfach zu dumm, um aus diesem Vorteil den Vorteil zu sehen. Guck ihn dir an, guck. Guckt sein räudiges Stück Affenkacke. Oh, geil, Mann. Ich finde, bei so jemandem müsste es einen Extra-Knopf geben, auf den man drückt. Da wird dann extra ein Sträfling zu ihm hingeschickt. Der hat Schmirgelpapier um den Schniedel, auch Sandpapier, wie manche sagen. Und der wird einfach anal geraped, bis er... Muss er verbluten? Wir wollen ihm noch eine Chance geben, bis er aus einer Schnabeltasse kacken muss. Ist das überhaupt logisch? Ja, sicherlich kann man das auch so sagen. Ihr wisst, was ich damit meine. Also, herrlich, oder? Herrlich! Das freut mich heute. Und wisst ihr, wie ich die Folge nenne? Wallhack Boy. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur Aimbot Boy. Wo wir diesen krassen Aimbot da hatten. Sei ein richtiges Spielkind und schießt durch die Wand. Ey, der ist furchtbar schlecht. Und ich benutze das Wort furchtbar. Wirklich furchtbar selten, ja? Aber er ist furchtbar schlecht. Furchtbar. Furchtbar ist ja eigentlich, dass man sich... Dass irgendetwas es wert ist, sich davor zu fürchten, oder? Furchtbar. Du bist furchtbar. So wie du bist liebbar. Oder fickbar. Ihr wisst, was ich damit ausdrücken will. Man müsste sich vor ihm fürchten. Weil diese Schlechtheit, ja, das ist ein Wort, Schlechtheit, auf einen abfärben kann. Und davor muss man Angst haben. Mal gucken, was er mit Heroin macht. Und mit dem Kiwi und mit der Maschk. Achtung! Komm schon, bitte. Hol dir mal den Headshot. Fress ihn einfach. Das würde mich so freuen, wenn der Cheater jetzt nochmal einen Header reingedrückt bekommt von Kiwi. Achtung! Bam!
Ach komm, Kiwi, Mensch, ey. Warum kann Kiwi nicht so ein bisschen Lack haben? Oh, 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 pass auf, pass auf, pass auf. Boom, Bitch! Hat er sowas von verdient. Ich hoffe, euch sind die Ohren nicht rausgefallen. Ich mach's im Editing leiser, das Bitch. Keine Sorge. Manchmal bin ich so ein bisschen in Rage, weißt du? Oh, da platzt mir dann manchmal so ein Ei oder zwei oder manchmal auch drei. Such a dirty Bitch. Guck mal, wie schlecht er ist. Ich meine, er will doch jetzt ernsthaft nicht irgendwie noch was verstecken, oder? Ich meine, er hat durch die Wand durchgeschossen, mehrmals, durch die Tür unten. Also, ihm muss bewusst sein, dass jeder Overwatcher, jeder Mensch, der das anguckt, weiß, dass er cheatet. Warum nutzt er es nicht voll aus, oder ist er wirklich so scheiße? Ist er wirklich so schlecht? Natürlich, wer cheaten muss, ist schlecht. Ich meine, guck mal, wie kann er das nur versauen? Oh mein Gott! Diese Vergewaltigung durch den, ihr wisst schon, den Zellengenossen, sollte nicht nur ihm gelten, sondern auch seiner Familie, denn anscheinend lassen die Eltern ihm das durchgehen. Man muss es doch spüren als Eltern, wenn man so ein richtiges, widerliches Kind hat. Wisst ihr, wo man als Elternteil eigentlich denkt, shit, wir hätten es runterspülen sollen, als es noch gepasst hat. Das muss man einfach merken. Ich weiß, dass viele Eltern, also gerade Mütter, die Beziehung zwischen Kinder und Mutter ist oftmals anders wie zwischen Vater und Kinder. Es gibt ja die mütterliche Bindung und pipapo und wababa. Oftmals sind ja gerade Mütter, aber auch Väter, so dass, ne, man kommt in die Schule zum Elternsprechtag und die Lehrer sagen, ihr Kind ist wirklich behindert. Und dann sagen die, nee, das ist nur gelangweilt, das hat ADS, das ist zu klug. Oder so ein Scheiß. Man kann sich viel einreden, aber die Eltern von diesem jungen Mann, ich sag einfach mal, es ist ein junger Mann, ich sehe das an der Spielweise. Guck dir es an, ich drück, so, jetzt gebe ich ihm auch noch, wie heißt's, wie nennt sich's? Das gebe ich ihm auch noch, Griefing. Die Eltern von diesem jungen Herrn, von diesem alten Knaben, die müssen doch was gespürt haben. Die Mutter drückt's raus und denkt sich, ah, das ist doch die Nachgeburt jetzt, können wir das wegschmeißen oder? Aber sie lassen uns halt dann noch am Leben und dann passiert sowas und dann wird das ein ganz ekliger Mensch. So ähnlich ging es übrigens auch Trumps Familie. Jetzt spiel jetzt vorbei, weil ich meine, er hat jetzt alles. Er hat Griefing, Ballhack, Aim Assist. Beim Aim Assist bin ich mir, also eine Stelle, da wo er auf B war und der eine plötzlich auf Ding drauf kam, das gibt ihr doch, müsst ihr doch, oder? Das ist doch auch meine Meinung, dass dieser Ruckler, dieses Blub, das sah wie Aim Assist aus. Guck mal, guck mal, guck mal. Der ist einfach über seinen Fadenkreuz rübergesprungen, weil er es gerochen hat. So eine verschissene Pissnake. An so einem Punkt ist sich doch sicherlich auch jeder im Klaren, guck mal, wie scheiße schlecht er ist, dass so jemand. Aber was ich sagen wollte, er hackt ja zu 100%. Findet ihr das verwerflich, wenn ich ihm jetzt dann diese zwei weiteren Dinge reindrücke? Oder meint ihr, naja, wir können bei den anderen noch Augen zudrücken? Kurz gesagt, findet ihr das mal bei einem Cheater, wenn man ihn dann als Cheater entlarvt hat, noch weitere Augen zudrücken sollte, trotzdem, um die Strafe vielleicht zu vermindern? Oder sagt ihr, Cheat ist Cheat und alle Sachen, die dann angedeutet sind, kann man drücken, weil er ja eh cheatet und ein Hund ist? Gib einen Daumen nach oben, gib einen Daumen nach oben, gib einen Daumen nach oben, gib einen Daumen nach oben. Aim Assist, mein Freund, Vision Assist und Griefing. So werde ich es jetzt belassen. Wenn es vorhin kein Aim war, dann hat er halt zufällig kurz gewackelt, wie ein Idiot. Ach übrigens, ein herzliches Hallo an alle neuen Abonnenten. Ja. Freut mich echt, dass wir so viele neue aktive Leute bekommen haben. Ihr kommentiert richtig, richtig nice. Und ich spüre einfach, dass das was ganz Großes wird mit uns. Haut schön beim Giveaway rein. Und bleibt so, wie ihr seid. Swagatron out!